Ländle-TV darf einmal mehr auf ein ereignisreiches und auch erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Erfolgssendereihe Ländle Talk, welche zwischenzeitlich zweimal täglich österreichweit auf Austria 9 ausgestrahlt wird, wurde nochmals gestärkt. Mit dem Festspielhaus Bregenz hat Ländle TV nicht nur eine wirklich gelungene Lokalität für die Aufzeichnungen gefunden, sondern auch einen kompetenten Partner, der weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. So durfte man im vergangenen Jahr richtige Hochkaräter in Sachen Politik zum Talk begrüßen. Also alles in der gleichen Richtung, war es da selbstverständlich, dass Sie somit auch diese Richtung einschlagen? Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur in der Volksschule Richter werden. Ich habe einmal in einem Volksschulaufsatz geschrieben, wenn ich mal groß bin, wäre ich Richter wie der Papa, weil dann muss man den ganzen Tag nur unterschreiben. Diesen Eindruck hatte ich damals. Es hat sich dann anders dargestellt, wie ich wirklich Richterin wurde. Ich wollte eigentlich vorher in die Wirtschaft gehen. Als ich studiert habe, wollte ich in die Wirtschaft gehen nach dem Studium. Und erst das Rechtspraktikum an einem Wiener Gericht hat mich dazu bewegt, doch das Richteramt anzustreben. Und ich muss sagen, ich habe es auch nie bereut. Herzlich willkommen, Herr Außenminister Spindlecker. Grüß Gott und schönen Nachmittag. Herr Außenminister, etwas macht Sie von vornherein sehr sympathisch. Sie sind mit einer Vorarlbergerin verheiratet. Und ich nehme an, Sie haben einen ganz besonderen Vorarlberg-Bezug. Das absolut. Ich habe meine Frau kennengelernt in Wien, als sie studiert hat. Und nachdem ich sie geheiratet habe, gibt es natürlich einen klaren, starken Vorarlberg-Bezug. Wir sind immer wieder hier in Dornbirn, genießen dieses Leben hier und sehen diese wunderschöne Landschaft in Vorarlberg, aber auch die Menschen, die ein bisschen anders sind als im Rest von Österreich. Herzlich willkommen bei uns, Herr Vizekanzler Pröll. Grüß Gott, freut mich sehr und danke für die Einladung. Herr Vizekanzler, gleich zu Beginn die Frage, wie werden Sie am liebsten angesprochen? Als Finanzminister, als Herr Pröll? Also ich bin in dieser Frage sehr unkompliziert. Ich bin der Josef Pröll und habe eine Aufgabe zu erledigen in Österreich als Finanzminister, vorrangig in der Krisenbewältigung und als Vizekanzler in der Regierungsrolle, um die Regierung zu koordinieren. Also, wie immer Sie wollen, es ist Ihre Wahl. Eines der wohl herzergreifendsten Gespräche führte Günther Oberscheider mit dem inzwischen mit dem Alternativnobelpreis ausgezeichneten Bischof Erwin Kreutler. Zu Vorarlberg, Hubert Martle aus Götzis wurde ebenfalls ermordet. Der wurde in unserem Haus, nämlich vor mir, da sind einfach Leute eingedrungen und die haben den erschossen. Das war 1995. Er ist ein unheimlich lieber Mensch gewesen, der hat sich eingesetzt und ist da. Ja, seit Jahren, also seit den 50er Jahren war der in Brasilien und der war sofort tot. Aber solche Fälle sind eben mehrere passiert. Und das ist eigentlich die andere Seite der Medaille. Ne? Weil ich denke an dem, als Familienvater, der mit mir zusammengearbeitet hat. Ein unheimlich lieber Mensch. Vater von 3 Kindern. Eines Nachts, 25. August 2001, drang jemand in sein Haus ein und erschoss ihn. Er fiel zu Füßen seiner eigenen Frau. Das Letzte, was er noch sagen konnte, war: Maria da Penha, schau auf unsere Kinder. Und dann der Mord, der ja eigentlich auf der ganzen Welt bekannt worden ist, ist der Mord an der Schwester Dorothy. Die hat bei mir seit 82 bei mir gearbeitet. 1982 kam die nach Altamira und wollte unter den Armen, speziell ganz Armen, arbeiten. Und ich habe ihr damals gesagt, ob du das überhaupt aushalten willst, weil Armut ist bei uns oft Elend, nicht nur Armut, dass man zu wenig zu essen hat. Die Gebiete sind Malaria verseucht oder andere Tropenkrankheiten und den Leuten fehlt hier und da alles und jedes, aber sie hat das durchgezogen, durchgehalten, bis sie dann am 12. Februar 2005 erschossen worden ist. Ländle TV war für Sie in Sachen Sport auch dieses Jahr wieder fast überall unterwegs. So berichtete man unter anderem von Basketballspielen der 2. österreichischen Liga Division West und Künstler vollendete das Kunststück 74 zu 39. Um es auf den Punkt zu bringen, die Lions courten im Drittel. Von Eishockeypartien der Nationalliga dann besser. Erst 4 Minuten waren gespielt, da traf Johannes Hehle zum Ausgleich. Und natürlich auch von dutzenden Fußballspielen der Vorarlbergliga, der Regionalliga West bis zur heute für morgen ersten Liga. Und senkte sich schlussendlich in die lange Ecke. Der FC Wolfurt führte plötzlich 1:0. Unsicher. Scherer spielte auf Hopfer, der hob den Ball über die Abwehr. Pusic legte per Kopf auf Koch und der Kapitän. Aber es hat sich nicht nur auf den Sportplätzen was getan, sondern auch hinter den Kulissen.
So wurde Admiral Sportwetten zu Beginn der Fußballsaison 2010-2011 der offizielle Presenter der Ländle TV Sportaufzeichnungen. Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Das Mode- und Sportfachgeschäft Sport Wilhelmer in Van Dant wurde der offizielle Ausstatter des Sportmoderators Marc Gechter und der Vorarlberger Fußballverband ging eine der größten Kooperationen mit Ländle TV ein. So wird in der Fußballsaison wöchentlich die VfV-Fußballshow produziert. Von der ersten Ausgabe der VfV-Fußballshow hier auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn es auch nächste Woche wieder... Ländle TV ging auch in die Lüfte. So hat man jetzt die Möglichkeit, Produktionen aller Art mit einer Drohne zu produzieren. Mehr dazu unter www.ländletv.com. Ländle TV setzt neue Maßstäbe. In Zusammenarbeit mit FLK Media Concept produziert Ländle TV ab sofort Luftaufnahmen in HD-Qualität. Der größte Kunde von Ländle TV, die Wirtschaftskammer Vorarlberg Sparte Industrie, hat ihren Kooperationsvertrag einmal mehr verlängert. So wird man unter anderem in Zukunft jede Woche ein anderes Unternehmen der Vorarlberger Industrie vorgestellt bekommen. Das Ganze unter dem Aufhänger "Stolz auf unsere Industrie, Vorarlberger Firmen im Blickpunkt". Um einen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen, das Ländle TV Studio wird sich ab März 2011 in Götzis am Ganmarkt befinden. Die Kooperation mit Vorarlberg Online wird nochmals verstärkt, denn die Mischung von Videoproduktionen, TV-Ausstrahlung und Internetausstrahlung ist mehr als perfekt und zukunftsweisend. So wird man in Zukunft auch immer mehr und mehr Live-Übertragungen direkt auf Vorarlberg Online zu Gesicht bekommen. Produziert natürlich von Ländle TV.